Willkommen zurück, meine Freunde, zu der Unfinished Swan. Und ich hatte doch recht irgendwie mit den Ranken hier. Ich muss die schauen, dass die da rüber wachsen. So, sorry, wenn ich jetzt gerade so schweigsam bin, ich versuche gerade zu schauen, dass ich die Pflanze hier rüberbringe. Ich muss mich hier rüber wachsen. Kommen. Kommt sie nämlich schon. War sehr kreativ, das mit den Pflanzen, muss ich schon zugeben. Ja, ich glaube, die werden wir nochmal brauchen, deswegen. Wäre schön, wenn du mitkommen würdest, Pflanze. Verschlang die Kreatur mit Leichtigkeit alle Soldaten des Königs, den halben Zoo und drei Gewächshäuser. Nur mit Hilfe seines zahmen Nilpferds gelang es dem König, sie in das Meer zu drängen. Und obwohl das Wasser jahrelang schwarz blieb, wurde die Kreatur nie mehr an Land gesehen. Das ist schon hardcore. Sag mal, Schwerter, Schilde. Angefangenen Schinken, der auch grau ist. Komm ich da ran? Warte mal, vielleicht hilft mir ja die Kletterpflanze hier. Kommen wir da ganz hoch. Ja, was soll das jetzt hier bringen? Ich hab hier einen Freund. Da ist ein Fenster. Hey, jetzt beinahe nicht gesehen.
Innerhalb kurzer Zeit waren alle Untertanen des Königs fortgegangen. Außer dem Riesen, der sehr treu und sehr faul war. Oh, ich habe eine böse Vorahnung, wie das weitergeht hier. Oh, Ballon. Richtig. Lass das jetzt hier mal ein bisschen mitwachsen. Okay, ich glaube, das bringt nichts, die irgendwie. Oh oh. Ich ahne, wo das hinführt. Dass wir jetzt auf die Ballons hier drauf springen sollen. Geschafft. Nero winkte dem Riesen zu und setzte die Segel. Aber wie schnell er auch flog, er konnte den Schwan nie ganz erreichen. Und nicht zum ersten Mal hatte Monroe das Gefühl, irgendwo hingeführt zu werden. Dann flogen sie in eine Wolke und alles wurde schwarz. Hä? Herumschau freigeschaltet, Kletterer. Bei Nacht, der Wald. Schauen wir mal. Monroe segelte im Dunkel der Stimme des Schwans hinterher. Er sah gar nichts. Keine Sterne, keinen Schwan und sicher nicht den Baum, in dem er hängen blieb. Als die Wolken sich auflösten, war der Schwan fort und Monroe allein inmitten eines riesigen Waldes. Da er keine andere Wahl hatte, sprang er runter. Okay, da waren wir doch mal letztens schon. Und ich habe wieder schwarze Farbe. Ich gehe einfach mal auf die Statue zu. Oh. Oh Gott. Jetzt wird es ein bisschen gruselig, ha? Na toll. Mal jetzt. Wow. Ah, wenn man die drauf haut, dann machen sie mehr Licht. Und es bleibt so. Wenn wir da weitergehen. Es ist ja sehr intelligent im Dunkeln, wo Spinnen und so weiter lauern könnten, einfach so darauf zuzugehen. Darauf komme ich nicht. Finde ich schon cool gemacht. Und wunderschön zugleich. Einfach entlang gehen. Ihr Spinnies. Ja, das ist gemein. Nur die Frage, wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, hier geht's noch ein bisschen weiter, ha?
Wow. Schön den Ball immer voranbringen. Ja, toll. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich glaube, der gute Monroe, der kann auch sterben. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht mehr, die Spinnen. Doch, die kommen noch. Bleib einfach mal bei der Kugel. Habe ich mir gerade ein bisschen lieber. Okay, er kann jetzt schwimmen, der gute Monroe. Toll. Alter, mach einen noch schneller. Ja, toll. Das mit den Spinnen haben sie echt gut gemacht. Der König war es leid, perfekte Königreiche für nicht so perfekte Untertanen zu kreieren. Er entschied, sein Vermächtnis auf altbewährte Art zu hinterlassen. Mit einer Familie. Dafür begann er zunächst mit einem Haus. Einfach mal, ich bin bald die Spinnen mal los. Also gruseln tue ich mich nicht, aber es ist halt immer doof, wenn man stirbt.
Der König war nicht sehr gesellig, also malte er sich eine Ehefrau, anstatt eine zu suchen. Als sie die Augen öffnete, war der König erstaunt. Er hatte eine weibliche Version seiner selbst geschaffen. Er war verliebt. Okay. Die Frage, wie komme ich jetzt hier weiter? Okay, so kommen wir nicht weiter. Ich gehe das gerne mitnehmen? Nö. Wenn ich jetzt wieder ins Dunkel gehe, kommen wieder die Spinnen, oder? Okay. Teil 3, zu Hause. Das ist cool. Ah, jetzt habe ich blau. Okay. Ich muss eigentlich einfach nur da hoch. Da habe ich das jetzt auch hier. Nö. Also muss ich hier irgendwie rüber. Gleich darauf. Jo, das ist ja mal cool. Das ist ja cool. Okay, das war noch nicht so hoch genug. Nice. Wenn man es einmal kapiert hat, dann weiß man Bescheid. Ach komm. Das ist quasi wie so ein Map-Editor. Was das sein soll, aber ein Ballon habe ich verpasst. Okay. Obwohl, ich könnte ja länger bleiben, ja hier, hoffe ich mal. Ne, da komme ich nicht mehr, hoch, oder was? Da ist noch ein Ballon, den will ich haben. So, dann haben wir das schon mal erledigt.
Zack. Zack. So, und hier soll ich einfach mal... Und dann da. Cool. Das ist echt schön gemacht. Ach, heller wird's nicht. Okay. Solange hier keine Spinnen sind. Liebpferd, der König, unsere Mutter, okay. Teil 4, das Kinderzimmer. Okay. Hier Spielzeug. Oh, da ist was zum Erzählen. Jeden Tag malte der König einen neuen Raum für das Haus, nur um ihn dann als nicht gut genug für seine Königin zu befinden. Während er schlief, malte die Königin Kreaturen des Waldes und vollendete dabei nicht ein Bild. 5 Monate vergingen, bevor der König bemerkte, dass sie schwanger war. Sind wir der Sohn vom König? Okay. Oh, hier ist was. Mal sehen, ob ich den Luftballon noch kriege. Als soll ich hier vervollständigen, ich verstehe. Das ist so gut. Cool. Nice. Oh, okay. So, dann haben wir das. Mal gucken nicht, dass ich irgendwas übersehe. Okay. Wir kommen jetzt wieder zurück. Thank you.
Und jetzt? Muss ich dahin? Okay. Boah, ich hab schon gedacht, das schaffe ich nicht. Und den Ballon haben wir da verpasst. Na egal. Ja, und jetzt? Ohr juckt schon wieder. Ach, da geht's nicht, alles klar. Oh. Oh Mann. War noch nicht so. Ist das jetzt ein Witz oder so? Nee, es ist kein Witz. Boah, ich dachte, ich fall wieder runter. Da sind die Schwanabdrücke wieder. Okay. Ja, kann ich. Spring doch nicht so energisch. Ist sonst noch hier was? Bitte was? Das? Das kenne ich. Das ist The Journey. Das habe ich gespielt. Das ist ein Easter Egg. Es ist ein scheiß fucking Easter Egg. Journey. Lol, das habe ich auch Let's Played. Das muss ich sogar verlinken hier. Oh Mann. Wie gemein. Jetzt, was soll ich jetzt machen? Oh.
Und öpp. Das war ein Easter Egg zu Journey. Ich feiere das Spiel jetzt schon. So, meine lieben Freunde, mit den schönen Ausblick zu der Statue sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao mit V.